Ja, Frau de Vries, herzlich willkommen bei uns im Studio. Und gleich meine erste Frage. Es gibt Musiktherapie, Physiotherapie, Tanztherapie. Jetzt bieten Sie Waldtherapie an. Was kann diese Waldtherapie, was die anderen Therapien nicht können? Die Waldtherapie ist eigentlich der besondere Part, ist dabei, dass Sie im Wald unterwegs sind tatsächlich. Also bei den anderen Therapieformen ist es ja auch so, dass Sie in bestimmten Stellen einen Schwerpunkt haben und hier ist es eben der Wald. Also Sie nutzen den Wald zum einen als Raum, in dem die Therapie stattfindet und es können eben auch und die einzelnen Gegebenheiten im Wald, was der Wald alles mitbringt an seinem Klima und so weiter, das nutzen Sie eben auch mit und können ihn aber auch als Bewegungsraum nutzen für zum Beispiel, Sie machen Kniebeugen oder Sie machen am Baum irgendeine Übung, die eben für Ihre Bewegungen nützlich ist oder Sie nutzen einfach nur das Klima für Ihre Gesundheit. Wie ist denn diese Idee entstanden, den Wald als Therapieraum ja im Prinzip nutzbar zu machen? Jeder weiß ja im Endeffekt, wie nutzen oder nützlich eben der Wald ist schon. Das merkt jeder, der in einem Spaziergang durch den Wald geht und merkt, wie ihm die Luft gut tut, wie das Licht ist unterschiedlich und so weiter. Das weiß jeder schon. Und auch früher wurde das, also Ende 19. Jahrhundert wurde es ja auch schon in den einzelnen Kurbetrieben genutzt. Die Leute wurden mit Lungenkrankheiten in den Wald gelegt, um eben diese besondere Luft zu nutzen. Und hier in Mecklenburg ist dieses Thema eben auch sehr wichtig. Als Gesundheitsland Nummer eins haben natürlich der Tourismus, die medizinischen Einrichtungen, die Gesundheitseinrichtungen Interesse daran. Und da sind auch große Kooperationen da mit der Universität Rostock, mit der Landesforst und auch dem Bäderverband zum Beispiel, denen dieses Thema wirklich am Herzen liegt und die auch gemerkt haben, dass sie dieses Thema gerne in dieser Waldtherapie nutzen wollen. Und die Universität Rostock war da eben auch ein großer Player, der mitgemacht hat tatsächlich. Welche Voraussetzungen muss ich denn mitbringen, um im Prinzip Waldtherapeut überhaupt werden zu können? Bei uns ist es tatsächlich so, es ist ja noch kein Standard dort, aber bei unserer Waldtherapie oder dem Kurs, den wir jetzt anbieten werden, ist es so, dass Sie schon Therapeut oder Therapeutin vorher sein sollten oder eigentlich müssen. Sie sind dann Psychotherapeut, Physiotherapeut und kommen aus dem medizinischen Bereich. Also wir hatten zum Beispiel in unserem Kurs auch schon Mediziner mit dabei und da waren Psychologen dabei und dass Sie diesen Hintergrund eben schon tatsächlich mitbringen. Okay. Jetzt, wenn ich so nach draußen gucke, jetzt wird es Herbst. Ich weiß, gerade im Frühjahr, im Sommer, wenn alles blüht, ist der Wald ja besonders attraktiv und wir gehen hin. Kann ich den Wald denn jetzt auch im Herbst und im Winter nutzen? Das können Sie auch. Also dem Spaziergang im Wald oder auch der Nutzung selber steht eigentlich nichts im Wege. Das Einzige ist nur, dass Sie einfach gucken müssen, passt zum Beispiel der Weg. Der Weg ist dann eher matschig, erst rutschig. Da sollte man schon aufpassen. Wenn man gut zu Fuß ist, ist es kein Problem. Und Sie sollten sich schon einfach mit der Umgebung vertraut machen tatsächlich. Und das, auch wenn Sie zum Beispiel einen Baumstamm nutzen für irgendwelche Anwendungen, der kann rutschig sein tatsächlich, ne? Dass man sich mit dem Ganzen auseinandersetzt. Aber an sich, die Luft ist gut, auch die klare, kalte Luft ist was sehr Angenehmes und der Wald selber bringt in jeder Jahreszeit einfach seinen Reiz tatsächlich, ne? Dann noch mal eine Frage, für welche Krankheitssymptome oder Krankheitsbilder ist denn diese Waldtherapie ideal? Also es gibt eigentlich viele tatsächlich. Man kann gar nicht genau sagen, für welche es besonders gut ist. Als Beispiel kann ich Ihnen sagen, wir hatten einen Physiotherapeuten bei uns in dem Kurs. Der bietet zum Beispiel für MS-Krankheiten diese Waldtherapie an. Da geht es hauptsächlich um die Bewegung. Das sind Leute, die haben Sturzangst. Die werden eben wieder langsam an an die Bewegung herangeführt. Gerade für psychologische Erkrankungen, für auch Depressionen und so weiter ist es wirklich sehr gut, weil man die Anwendung dementsprechend gut mit den Patienten machen kann. Und ja, eigentlich steht der Sache nichts im Wege. Also es ist wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum tatsächlich. Und haben Sie vielleicht nochmal zum Schluss einen Tipp ja, für Otto Normalverbraucher, für uns als Spaziergänger, die einfach nur mal am Sonntagnachmittag ja, durch den Wald spazieren wollen? Auf was sollten wir vielleicht mal achten? Ganz wichtig wäre tatsächlich, zum einen sich wirklich mal darauf einzulassen, auf die Umgebung und einfach seine Sinne zu schärfen. Darum geht es im Endeffekt auch bei diesen ganzen Anwendungen. Es geht um Achtsamkeit, dass man einfach mal sagt, ich laufe jetzt ganz langsam und ich höre einfach nur, ich mache vielleicht auch einfach mal die Augen zu und höre, welche Geräusche sind überhaupt da. Oder ich nehme einfach mal einen Zapfen in die Hand und fühle an diesem und mache mir einfach mal bewusst, was da alles ist. Lass einfach mal das zu Hause, was ich gerade in meinem Alltag habe und höre zum Beispiel auch nur dem Vogel zu, der dementsprechend was zu erzählen hat. Oder lass mich einfach mal bewusst auf den Wald ein tatsächlich. Dann habe ich ja dem nichts hinzuzufügen und sage vielen Dank für Ihre Eindrücke. Ja, und Ihnen beim nächsten Spaziergang im Wald, ja, viel achtsame Entdeckungen.